Gesetze in Sachen Realitätswahrnehmung macht, ist ja hinlänglich bekannt. Dass sich die oftmals als altehrwürdig bezeichnete Süddeutsche Zeitung aber mittlerweile auf ein Bildniveau herabbegibt, ist enttäuschend. Unverhohlen habt ihr euch der allgemeinen auf Spaltung ausgerichteten Propaganda in den Medien angeschlossen. Eure Ausrede, euch seien Fehler unterlaufen, akzeptieren wir nicht. Am 22. Februar habt ihr die Danksagung der Griechen für die Solidarität der europäischen Protestbewegungen trotz umfassender Informationen über die Entstehung dieser Bilder riesengroß auf Seite 2 abgedruckt und sie als Danksagung für die Hilfspakete hingestellt. Dabei wissen die Griechen noch besser als wir, dass die Hilfsgelder vor allem bei den Gläubigern landen, zu denen auch Deutschland gehört. Die Griechen selbst müssen hungern. Sie wollen unsere Finanzhilfen nicht. Sie wollen eine faire Chance. Eure Richtigstellung am 25. Februar auf Seite 12 ist lächerlich. Ihr habt journalistische Ethik mit Füßen getreten und euch zum Handlanger menschenverachtender Interessen gemacht. Da bedarf es schon mehr. Deswegen fordern wir einen objektiven, unabhängigen und ehrlichen Bericht über die Situation der Menschen in Griechenland. Mit allen Einzelheiten. Hunger, Verzweiflung, Polizeigewalt, korrupte Machenschaften, Arbeitslosigkeit und über Menschen, die Veränderung wollen und friedlich in Solidarität, nicht in Spaltung mit allen Menschen leben wollen. Danke sehr! Bitte schön! Bitte sehr! Occupy, sei dabei! Occupy!